Er ist ja unter sehr komischen Umständen an die Macht gekommen, der Herr Nehammer. Sehr komische Umstände mit diesem Video, die letzte Regierung gesprengt wurde. Ist das demokratisch, was da passiert? Oder autokratisch? Haben wir da nicht ein Verbot gesetzt, das solche Sachen verbietet, solche faschistischen Tendenzen, die sich da entwickeln? Faschismus ist nie was, was auf einem Dorf passiert. Und irgendwann gibt es einen Point of No Return, da kann man dann nicht mehr demonstrieren. Es gibt sowas wie Nürnberger Prozesse, die kommen. Richtig. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen. Diesmal werden nicht nur 12 Nazis hängen, sondern Geschichte. Sehr viele mehr, glaube ich. Lernt Geschichte. Lest nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwer will, dass er dann sein Kind oder sein Enkel das beantworten muss, die Frage, was hast du da damals? Ja, ich habe meinen Helm aufgesetzt und ich habe auf friedliche Demonstranten eingeschlagen vielleicht. Oder habe es zumindest daran gestört, ihr verfassungsmäßiges Recht auszuüben, zu demonstrieren. Ihr seid doch auf die Verfassung vereidigt, bitte. Nicht auf die Regierung, auf die Verfassung. Und ihr habt nicht nur das Recht, sondern die Pflicht zu remonstrieren. Remonstration. Ich glaube, das habt ihr in der Polizeischule gelernt, konnte ich mir vorstellen. Oder? Das ist echt doch ein Begriff eigentlich. Remonstration. Wenn die Befehle eurem Gewissen widersprechen, habt ihr die Pflicht zu remonstrieren. Die Pflicht und das Recht. Ja, ey, wir wären alle fast. Grüß dich. Alles wird gefilmt. Wir werden nachher wissen, wer auf welcher Seite gestanden ist. Was machen wir dann? Wir haben uns selbst ganz nett beigekommen, dass wir die Kurven kriegen, aus der Diktatur raus. Was ist mit den Kindern, die euch dann fragen? Die Enkel. Das verstehe ich einfach nicht. Ich muss auf die Presse.